Jo, guten Tag Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es war heute Montag, Training und es war schweres Kreuzheben angesagt. 5x5, neuer Cycle. Mit einem Rechengewicht von 184 Kilo, da ich ja mein Maximalgewicht gesteigert habe auf 230 Kilo. Das ist jetzt ein Aufwärmsatz mit 140 Kilo und man sieht halt schon, dass mein Rücken relativ krumm ist. Ja, ich habe das ja bereits angesprochen, ich muss mit einem krummen Rücken starten, weil ich nicht mobil genug bin in der Hüfte. Und nach dem Aufwärmsatz erhöhe ich jetzt sozusagen, mache jetzt die 184 drauf. Und ich habe eigentlich sozusagen nicht damit gerechnet, dass ich richtig sauberes Kreuzheben machen kann. Ich wollte einfach nur mal testen. Möglicherweise geht es ja schon und einfach auch gucken, ist die Kraft da, schätze ich mein Maximalgewicht richtig ein. Und ich würde sagen, mein Rechengewicht habe ich relativ gut eingeschätzt. Also 184 mal für 5 Wiederholungen sind kein Problem. Aber es ist halt eben so, da ich in der Hüfte nicht mobil genug bin, muss ich mit einem krummen Rücken starten, der dann entsprechend noch krümmer wird während der Ausführung der Übung. Und wenn er halt sozusagen von Anfang an durchgestreckt ist, dann kann er sozusagen auch diese Form beibehalten. Aber wenn der Rückenstrecker bereits gestreckt ist, dann ist es halt für den viel schwieriger, irgendwie eine einigermaßen gerade Position zu halten, als wenn er sozusagen in der so muss man sich so vorstellen, als wäre er so eingerastet. Wenn er gerade ist, dann kann er halt gerade bleiben, aber wenn er krumm ist, dann kann er halt eigentlich nicht nur leicht krumm bleiben, sondern krümmt sich dann leicht viel stärker. Ja, das war der zweite Satz hier schon. Da habe ich dann nur noch 4 Wiederholungen gemacht, weil ich dann irgendwie so ein bisschen versucht habe, ja, mit langsam und dies und das und möglicherweise doch noch irgendwie den Rücken ein bisschen gerade zu kriegen, aber das geht einfach nicht. Ich muss einfach mich weiter dehnen und warten, bis ich mobil genug bin, bis ich dann wieder mit richtiger Technik Kreuzheben machen kann. Nico ist Gott sei Dank mobil genug, der kann das super machen. Ich würde sagen, sehr optimale Technik. Ich würde sagen, möglicherweise hat er ein bisschen Hohlkreuz, also das Gegenteil von mir, der untere Rücken in die andere Richtung gestreckt, überstreckt. Aber eigentlich im Großen und Ganzen ist das ja nur minimal und sein Rücken ist schön gerade. Das Gewicht geht hoch, 100 Kilo, 5x5. Läuft bei ihm ganz gut. Ich habe derweil, nachdem ich meinen zweiten schweren Satz sozusagen gemacht habe, mich dazu entschlossen, ein bisschen zu dehnen. Darauf geachtet, dass mein Rücken gerade bleibt und dann versucht, mit dem Gewicht runter zu gehen und wieder hoch, um dann halt eben da, ja, die Sehnen und Muskeln und was weiß ich, zu dehnen, um dann irgendwann auch mit geradem Rücken sozusagen das Gewicht vom Boden aufheben zu können. So wie halt ein Deadlift machen mit geradem Rücken. Danach haben wir Overhead Press gemacht mit 75% 5x5. Hier jetzt leider noch falsch, ich sollte eigentlich 55 machen. Und habe aber auf dieser einen Seite, die man hier jetzt gerade sieht, aus Versehen zu 1,25er gegriffen. Auf der anderen Seite ist eine 2,5er drauf. Also daraus waren jetzt sozusagen 53,75 oder so Kilo. Auf jeden Fall, Nico macht auch 75% 5x5 mit 50 Kilo. Also er ist nur minimal schwächer als ich in Overhead Press. Und das soweit. Ich denke, unsere Technik ist da auch ganz easy. Safety Bars sind da ganz angenehm. Und kommt dann noch schweres Kreuzheben. Achso, bei mir, ja, mein One Rep Max bei Overhead Press rechne ich mit 75 Kilo jetzt und Nico mit 65. Also ich glaube, wir haben beide um 5 Kilo erhöht und es geht alles ganz easy. Na gut, also 75 Kilo mal 5 sollten ja auch easy gehen, aber trotzdem, ich denke, das wird alles. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.